Jawohl, es fährt nach die Startnummer 26. Und das ist Tobias Walz vom Team Tannenzäpfel. Ab geht's! Die Zieldurchfahrt 10:39 abgeschlossen wird. Das Jugendfeld von der Startnummer 90. Das ist der Felix Riedorf von KJC Ravensburg. Die 6er Spitzengruppe wird angeführt von der Startnummer 78. Oliver Nackheis von RSC Kempten. So, und jetzt das Feld. Wird angeführt von der Startnummer 61 von Moritz Büßner vom Radsportverein Schwenningen. Also seit einer Minute der Abstand. Ich habe dann gleichzeitig noch. Also er bekommt das Liga-Trikot, der LWS-Cup-Wertung auch noch übergezogen. Der Tagessieger des heutigen Tages, Oliver Matthals vom RSC Kempten.
Und auf Position 2 vom TSV Oberammergau, Lukas Meiler. Lukas, auch dir unseren herzlichen Glückwunsch. Weit gereist, die Jungs hier heute am Sonntag nach Schwenningen. Und auf Platz 3 von der Renngemeinschaft Wangen-Biberach, Herr Adrian Auerbacher. Adrian, auch dir unseren herzlichen Glückwunsch. Also Oliver Matthijs, Kempten, Lukas Meiler, Oberammergau und Adrian Auerbacher, Wangen-Biberach. Lukas, komm, Jan hat hier Rico immer gestreift. 109 Punkte, eine sichere Sache für ihn. Auf Platz 2 mit 97 Punkten vom RVC heute Team Hub Coburg, der Aaron Kraus. Aaron, auch dir unseren herzlichen Glückwunsch. In der Mannschaftswertung, in der Teamwertung gesamt, siegte mit 219 Punkten das Cross-Team aus Baden. Vertreter war von da. Danke. Und was immer, sind wir auch, ich sage mal, Sauka-Coburg-Team heute. Und an dritter Stelle mit 153 Punkten die Renngemeinschaft Wangen-Biberach. Also nochmal die Mannschaftswertung, 219 Punkte für das Cross-Team Baden, 190 Punkte für die Herauser Coburg heute und 153 Punkte für die Renngemeinschaft Wangen-Biberach.